euch? Hört man mich? Moin. Och, so viele. Hallöchen. Hi, hi. Ich kann man hört mich. So. Dann. Ah, ne. Hab ich gespeichert? Ja, doch, ich hab gespeichert. Passion gehört dazu. Was, na? Ah, Spitzerkatze. Hi. Boah, du bist auch mal hier bei meinem Stream. Das ist ja Premiere. Nee, nicht Premiere. Sekundäre. Passion. Ich sag jetzt einfach Berufung. Du solltest. Nicht Berufung. Mann, das nervt mich. Jedes Mal vergesse ich, wie Passion, was Passion auf Deutsch heißt. Nicht Verlangen, nee, nicht Berufung, nee. Halt, wofür man flirt. Dann kommt der Rap Battle. Der kommt. Morgen. Oder. Morgen. Morgen. Ich sage jetzt einfach mal morgen. Leidenschaft. Ach, da habe ich's. Leidenschaft. Es gibt so gewisse Wörter. Also, du solltest deine Leidenschaft nicht aufgeben, nur weil es ihm halt nicht gefallen hat, dem Typen da. Dem Kritiker. Ich hoffe, eines Tages bist du wieder glücklich. Jetzt sind wir vom Thema gekommen. Das weiß ich gar nicht. Aha. Das sind ja viele Ichs. Ugly, 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 ugly. Kann es sein, dass wir deswegen die Maske getragen haben? Ja, auf YouTube. Hier, Eigenwerbung. Auf YouTube heiße ich Kapuzenkiki. Folgt mir, yay. Diesmal richtig gerechnet. Come on. Als ob. Definitiv oben. So. Das ist oben. Das ist unten. Ah, das sind 7! Achso, ich hätte das noch als 2 in Erinnerung. Ah, Moment, Moment, Moment. Dann habe ich falsch gerechnet. Dann war das. Warte mal. Das war unten, gell? Ne, das war rechts. Dann ist 7 unten. Warte mal. Dann ist 7 unten. 7 unten, 7 unten, 7 unten, 7 unten. Dann ist es 7 minus 1. Dann ist es 6. Dann ist es. 46. Eieieiei. So, wehe, das ist falsch. Gib ich auf. 46. Ich hab's geschafft. Yay! Mir gefällt das Hintergrund nicht. Aber yay! Leid. Ich bin so glücklich. Aber mir gefällt das hier nicht. Hier, das da. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir definitiv nicht. Aber gut. Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Chill, Quiz. Chill. Chill. Also, das war aber, bevor ich das Haus betreten habe, kam er hier. Und was steht da nochmal?
Ah, jetzt steht der Lars. Nee, Laias. Lügner. Und davor stand da, glaube ich, entweder useless oder hässlich. Ich weiß es nicht mehr. Ugly. Ich weiß es nicht mehr. Davor stand die ganze Zeit. Aber ich glaube, da stand useless. Und jetzt steht da Laias. Ich wollte es mal angemerkt haben. Plus hier erscheint hier eine komische Figur. Das ist hier interesting. Things starting getting quite interesting. Okay, also, und da ist der Chris. Der Chris, dieser Chris. Dieser Künstler. Ihr wisst ja, reingekommen. Er wird? Nein, wer bist du? Was hast du zu Mr. Baker gemacht? Ah, ist Mr. Baker im Bett? Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr euch kennt. Das ist über Meer passiert. Ich war beschäftigt in meinem eigenen Zimmer, als ich ein Klopfen gehört habe. Klopfen. Naja, eher wie wenn ein Mensch umfällt auf dem Boden, so. Bams. Gehört im Raum nebenan. Dann bin ich rübergerannt, um mal zu checken. Und als ich die Tür geöffnet habe, sah ich Mr. Baker, wie er ohnmächtig lag auf dem Boden. Warte mal. Ach, stimmt, der Chris, den haben wir ja. Ach, das kommt davon, wenn man so selten hier spielt. Der Chris, sicher, stimmt, dann hatten wir doch mal Hallo gesagt. Und als wir ihn fragten, ob er dann wüsste, wo er ist, hat er nur gesagt, ja, im Gästehaus. Stimmt, da kommt was. Da kommen meine Erinnerungen reingeflutet in mein Hirn. Chris. Ach, und dann sind wir ohnmächtig geworden. Aber wir wollten doch eigentlich in Zimmer Nummer 3 reingehen. Das ist komisch. Okay. Sicher nach ein bisschen ausruhen geht's wieder besser. Jedenfalls, ich bin Christopher Carter. Du kannst mich auch Chris nennen. Also er ist Christopher Carter. Ich hätte es wissen müssen. Der Künstler. Und da sind auch Weinflaschen. Guck mal, das funktioniert natürlich nicht. Also, er hat immer kein Licht. Kann ich dir was essen? Kann ich essen? Und was tut dieses Glas Wein hier? Ja, dann schauen wir uns ihn mal an, ne? Ich hoffe, er wacht bald auf. Ja, okay, ich kann mir gar nicht richtig anschauen, was ist. Das auch nicht, okay. Ja, dann rede ich schon mal mit dir, ne? Also, ich bin Weißer Fuchs und nett, dich kennenzulernen. Bin so froh, dass du hier bist, Weißer Fuchs. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen um Mr. Baker. Er ist in guten Händen. Willst du uns verlassen, oder was? Ich habe Arbeit, die ich erledigen muss. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Was, aber wir kennen uns doch kaum. Oh, bevor ich es vergesse. Hast du einen Jungen gesehen, der hier vorbeigegangen ist? Sein Name ist Thomas. Wir wollten Verstecken spielen, aber er ist besser als ich dachte. Mr. Baker hatte mich auch solche Fragen gefragt, aber die Antwort ist immer dieselbe. Ich habe niemanden gesehen. Nun, ich sollte nun gehen. Es war nett, dich kennenzulernen. Sag Hallo zu Mr. Baker für mich. Also grüß Mr. Baker für mich. Alles klar. Musik. He's lying. Stop him. Laura. Das ist Laura, die Wife. Die Wife. Die Ehefrau. Und Mr. Baker. Er lügt. Stoppe ihn. Chris. Huh? Hey, nicht zu. Sie ist eine Lügnerin. Für sie selber sind alle Lügner, lauter Lügner. Oh, die ist weg. Wir sollten in einem anderen Zimmer reden. Wir wollen doch nicht Mr. Baker aufwecken, oder? Okay. Kann ich so irgendwie? Okay. Oh, da war was. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Da war was. Da sind plötzlich lauter Leute aufgetaucht hier. Erstmal speichern. Speicherplatz. Ja, mach mal.
aus wie so ein Spiel, wo ich hier. Ah, das ist ein Buch. Moment, erstmal lesen. Wie du. White Fox? Also, das liest sie gerade falsch vor. Wie man einen Lügner erkennt. Und wie? Also, das ist einfach nur eine Buchstücke. Hallo? Ich, Miss Rabbit, lüge nie. Ich kann dir sagen, die Nummer der. Also, die Anzahl der Tiere, die an der Wand hängen, ist 5. 1, 2, 3, 4. Und eins, wo abgenommen wurde. Alle wissen, dass Bären nicht lügen und ich kann es beweisen. Also 3 Tassen sind auf dem Tisch. Ja. Roboter wurden designt, um nie zu lügen. Da liegt ein Buch in diesem Zimmer. Wer lügt? Dann auf dem ersten Blick niemand. Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was hier mal war hier, ne? Weiß ja nicht, ob da auch noch mal ein Tier hing. Weiß ich halt nicht. Dann mache ich jetzt halt die Frage. Moment, ich trinke erstmal einen Schluck. Flasche. Und es ist keine Weinflasche, nein. Ich habe keine Weinflasche hier. Ja. Fragen über Fragen. Wer ist der Lügner? Wer ist der Lügner? Das erfahren wir in der nächsten Folge von... Nee, Scherz. Das wäre jetzt aber voll eine gute Cliffhanger. Ihr Geliebten. Aber ich muss hier doch irgendwie ein paar Tipps kriegen, oder nicht? Cup of tea. Cup of tea. Some toys. Kann ich irgendwie das Zimmer vorerst verlassen? Kann ich nicht. Kann ich wieder zurück? Kann ich nicht. Alles klar. Kann ich irgendwie was absuchen? Ich kann auch nicht mit den Bildern hinten agieren. Blöd. Ja, aber einfach try and error. Ich meine, das kann man natürlich machen, aber das ist halt schon blöd. Also normalerweise müsste es hier doch irgendwie Hinweise geben. Das nenne ich mal Regen hier. Huiuiui. Unwindig. Ja, ich weiß es nicht. Ich mache jetzt einfach Try and Error. War da Regen was? Genau. Du lagst richtig, du musst mir trauen. Echt? Der Rabbit hat gelogen? Ah, dann war es doch so easy. also du musst mir vertrauen. Die letzte Nummer vom Safe ist 0 und 1. 0 und 1. Unter der roten Maschine ist eine geheime Kombination. Unter der roten Maschine? Welche roten Maschinen? Diesmal werde ich richtig haben. Roots. The painting of the tree? It's called Roots. Was heißt denn Roots überhaupt? Das schaue ich mal nach. Roots.
Tschüss. Friend play, please. Eieiei. Wurzeln, Ursprung. Ja, so gut möglich. Who knows? Who's lying? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ah, jetzt kann ich sagen. Gut, oh, das stimmt. Jetzt kann ich mir die Bilder anschauen. Roses of Love. Aber nur die zwei Bilder. Okay. Also, wer hat es gesagt? Nee, warte mal, die letzten Nummern. Nummer 1. Painting of the trees called Roots. Das stimmt. Also der Hase lügt nicht, aber das ist auch blöd, wenn der Hase zwei miteinander lügen würde. Dann haben wir den Bär und den Roboter. Aber der Roboter, der under the red machine, ich weiß nicht, wo hier eine rote Maschine sein soll. Ich sag jetzt mal der Roboter. Ui, sag ich richtig. A pair of books with like Chris Diary is here too. Ein Haufen Bücher, da ist auch Chris Tagebuch. Oh, I can't handle it anymore, kill me, she's always watching. Wer mal so ein creepy Stuff hier. Creepy! Also der Dude hat anscheinend richtige Probleme hier. Komm, damit ich hier mal klar, sie schaut immer. Ja, das würde mich natürlich interessieren, wer ist she? She's always watching. I don't know, and here's my friend Christopher caught his diary in a pillow box. Ja, da hat er recht. You don't even have to check inside the flower pot, there's a key. Flower pot? Ich sehe hier aber kein. Ah, warte mal, doch. Da ist nichts drin. Der Roboter hat gelogen. First number of the safe are 2 und 9. Oh, jetzt habe ich mir die letzten nicht gemerkt. Was war das? 1 und 0? Ah, das bin ich gemerkt. Ich glaube 1 und 0, ne? 1 und 0 oder 0 und 1. Und die ersten sind 2 und 9. Hä? Sag ich falsch? Nein! Hä, hey, aber der Bär hat doch gesagt, dass. Oder war das der Roboter? Piep. ich habe mein Gedächtnis. Was habe ich denn? Ach, okay. Ja, gut. Okay, machen wir es nochmal. Dann erfahre ich das nochmal mit der 0 und 1. Also, Name of Animals, hey, ist 5. So, das stimmt nicht. Also, ich muss jetzt mit allen reden. Who's lying? The Rabbit. Yes. Das sind ja 4, genau. So. The last number of the safe is 0, 0 und 1. Okay, das sage ich richtig. 0 und 1. Kann ich das eigentlich schon eingeben? Mit 5, 8, 0, 1. War das wieder richtig? Oder war das 8? 5. Okay. Was kommt jetzt? Also, ja, genau. 0 und 1, genau. 0 und 1. Habe ich, glaube ich, so auch drin, ne? 0 und 1, ja. Okay. So. Der Roboter erzählt mir was von einer Secret-Ding, aber da habe ich nichts. Deswegen sage ich, der Roboter lügt. Da kommt dieser Stapel Bücher. So. Jetzt sagt der Rabbit. Die ersten. Ach, 2 und 9. Ups. 2 und 9. 3 und 9. Ich habe einen Schlüssel erhalten. Oh, ich komme jetzt endlich raus. Aber zuerst muss ich das blöde Game hier beenden. Also, der Rabbit lag schon mal richtig. Der. Ach, das war der Roboter. Was habe ich gesagt? Der Bär vorhin, ne? Der Roboter? Yes. Jetzt? Kann ich raus? Hä? Okay. Jetzt? Hat sich schon was getan? Weiß ich nicht. Kann ich nochmal reden? Lügner.
Lügner. Komm ich jetzt raus? Als ob. Ich hab doch da jetzt was. Hallo, Ki. Ich würde mal gerne hier einen Schlüssel verwenden. Ah. Und nun, was mache ich jetzt? Ich speichere erstmal. So. Also, vielleicht da runter. Ah. Na. Ich will schon kommen. Liebes, das ist nun deine vierte Weinflasche. Weinflasche schon, ich kann nicht mehr reden. Ja. Wie wärst du? Hörst mal auf, ne? Laura, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du mich nicht jedes einzelne Mal daran erinnern musst? Ich wollte doch nur. Jetzt bleib draus, also halt dich da davon fern, ich mach nichts falsch. Oh, ich weint. Laura, weine nicht. Oh, weißer Fuchs, willkommen. Hä? Ups, wo bin ich denn? Nicht so schüchtern, nicht so schüchtern. Wir haben eine große Trailer gemacht. Wir haben, was war das jetzt nochmal? Amusement. Aber das ist Musik, gell? Ansage? Bekanntmachung, okay. Bekanntmachung. Eine große Bekanntmachung. Warte und schau. Sie zulernen. Das ist so wieder ein Licht. Das muss man schon. Kann ich Musik ausmachen? Okay, das wäre ehrlich. Ja, komme ich hier irgendwie raus? Ah. Okay. Ich weiß ganz genau, warum ihr alle hier seid. Ihr wollt, dass ich euch das zeige, wonach ihr gewartet habt. Ja, welche ne Logik. Ja. Chris? Es ist nicht, was du denkst. Ich muss ihn stoppen, bevor er was Verrücktes macht. Ey, ich komme hier nicht durch. Ich würde gerne hier durch. Piu, das habe ich gerade so hingekriegt. Idiot, wieso hast du mich geschlagen? So sollte es doch nicht sein, du hast alles ruiniert, alles. Alles ruiniert, du wolltest. Versprich mir, dass du das nie wieder tust. Weißer Fuchs. Ich höre. Ich weiß nicht, was über mich kam. Ich sah, wie alle auf mich schauen, als wäre ich ein Fehler. Chris, ich muss dir was sagen. Ich habe dein Tagebuch gelesen. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen, aber ich wusste nicht. Nun, wenn du mein Tagebuch gelesen hast, dann verstehst du wahrscheinlich, wie ich mich gerade fühle. Alle hassen mich, weißen Fuchs. Weißer Fuchs? Niemand hasst dich, Chris. Das Problem ist, dass du schlechte Meinungen an dich ranlässt. Ist es so wichtig für dich, ein Künstler? Moment, kleine Denkpause. Nee, nicht Denkpause. Moment. Ratter, ratter. Also, ist es so wichtig für dich, ein Künstler? Also, sollte es nicht nur dem Publikum recht machen, sondern auch zeigen können, was er gerade fühlt, ohne darüber nachzudenken, was die anderen Leute über ihn sagen. So, das habe ich doch jetzt gut übersetzt hier. Bin stolz auf mich. Gell, das war doch jetzt eine schöne Rede hier. Sehr nice. Ich bin so pathetisch. Ich bin sogar schon an einem Punkt angelangt, wo ich mir Lebensratschläge von einem Kiddo hier anhören muss. Ein Kind? Einem Kind? Wir sind wahrscheinlich im selben Alter. Hallo? Wir sollten zurück zu Mr. Baker.
Dieser Ort gibt mir Schauer über den Rücken. Und deine Arbeit, die erledigt werden muss? Hehehe.